jetzt einmal mit den Kanal. Okay, das ja. ist also hier, dass das Alzheimer, habe ich gesagt, hat zwei Seiten. Die Alzheimer-Patienten, die uns jetzt ausdenken, da habe ich oft bin ich darauf eingegangen. Dieses Dale, das an der abreißt, mir fällt jetzt wieder Fernseh in der Bergdoktor ein, wo ein junger Busch immer Aussetzer hat und dann stellen die fest, der hat beginnende Demenz, das in Alzheimer landet und natürlich eine panische Angst und da gibt es nichts mehr zu retten, sagt der Bergdoktor. Und dann hat er natürlich panische Angst, der ist normal und hat die ersten Aussetzer. Und dann sagt der Bergdoktor zu ihm, das wird immer schlimmer werden. Und dann sagt er, muss ich leiden? Fragt er den Bergdoktor und der lächelt und sagt, nee, du musst überhaupt nicht leiden. Die leiden werden, sind deine Verwandten und deine Frau. Du kriegst es nicht einmal mit. Und es ist immer so, dass also hier Leute, die, ich mache jetzt mal Beschreibungen in dieser Traumwelt, normal gesprochen, wenn einer diese Alzheimer hat, was bei dem passiert ist, dass die vollkommen normal sitzen und innerhalb von einer Sekunde, du schnippst in den Finger, schaut er und sagt, ich will heim zu meiner Mama und ist wie ein Kind. Und du hast dich 2 Minuten vorher mit denen ganz normal unterhalten. So beginnt Alzheimer, jetzt in der medizinischen Schulgeschichte in extremen Fällen. Die ersten Aussätze, die ist normal und von einem Augenblick auf den anderen ist der komplett weg und verhält sich wie ein vierjähriges Kind. Ist total in der Vergessenheit. Und da hat man natürlich dann Angst davor, durch diese vielen Geschichten. Und was jetzt das ist jetzt dieses Vergessen von Figuren in einem Traum, die genau genommen gar nichts vergessen können, weil es Figuren in einem Traum sind. Jetzt kommen wir zu dir als Geistesfunken. Ich merke jetzt, wie vergesslich ich war auf viele Kleinigkeiten, wo ich nur weiß, das habe ich doch gewusst, das fällt mir nicht ein, ich wusste, dass ich es weiß. Und ich sage, das Wissen als Ding an sich, Wissen ist immer nur Gedankenwellen, die immer nur jetzt sein können, die waren ja nie in der Vergangenheit. Du musst jetzt schon mal schauen, ich glaube, dass ich in der Vergangenheit was gewusst habe, wo ich jetzt nur noch weiß, dass ich es gewusst habe, ich habe die Details aber nicht mehr. Und das kann jetzt, wenn dein normales Programm läuft, dir Angst machen. Oh, ich war ja immer vergesslicher. Und ich sage, jetzt drehen wir das rum, immer rumdrehen. Das ist ein absoluter Segen, weil was wichtig ist, dass der da ist, dem das bewusst wird, dass die Figur, mit der er sich ein Leben lang verwechselt hat, immer vergesslicher wird. Aber bei uns geht es doch nur um den, der es merkt, der es erlebt. Und er kann sich doch nur vollkommen neu, absolut verwandeln, wenn das Alte sich auflöst. In Bezug auf den Körper war das, du kannst erst lesen und schreiben lernen, wenn der Hosenscheißer-Säugling nicht mehr existiert. Jetzt denkst du dir denn natürlich, das ist die Falle des Materialismus, des logischen Denkens. Aber wie sieht jetzt das aus? Das ist die Sache mit den Raupen, die zum Spinnen einfängt und sich einspinnen in einen Kokon und sich komplett auflöst und plötzlich in den Kokon was vollkommen Neues wird. Das ist die Metapher, dass das Bewusstsein merkt, dass die Figur sich rein als Wissenselement aufzulösen, diese Vergangenheit der Figur, die du dir bisher mit deinem Wissen ausgedacht hast, wo du sagst, ich war immer vergesslicher. Du merkst, dass das, was du bisher geglaubt hast zu sein, immer vergesslicher wird und dabei wirst du immer wacher. Die Grundvoraussetzung, ja, dass du eine vollkommen neue Form annehmen kannst. Darum sage ich, das größte Geschenk ist, wenn dir bewusst wird, dass du immer vergesslicher wirst. Die Figuren in deinem Traum, die Alzheimer haben, da hat man Angst davor, weil die total plötzlich doof sind oder ihr Bewusstsein verlieren. Bewusstsein kann man doch nicht verlieren, das ist man, das ist ja das, was ewig ist. Man verwechselt schon wieder das Wort Bewusstsein, das man angeblich hat, mit Wissen. Mit einem Wissenden, der etwas erlebt, ein ausgedachter Wissender erlebt nichts. Der sich's ausdenkt, erlebt das, was er sich ausdenkt. Alles, was existiert, geht in dem Moment, wo du was Neues denkst, kaputt. Und ich sage jetzt immer wieder, das geht dahin, wo es herkommt. Aus dem Kopf, B. Rashid. Im letzten Selbstgespräch. Das ist, wir verändern fast nichts, aber das ist das, was ist. Und da wirst du jetzt immer wieder merken, wenn ich jetzt gerade jetzt die Eltern habe, du wirst gerade in dem Nick, im Blindfeld dieser Bewusstsein, der dann, wenn du in, von der Longitudinalen in die Transversale, wenn du ins Jetzt kommst, dass du das wirklich, du sitzt dann da wie bestellt und nicht abgeholt und du kannst es nur geschehen lassen. Wenn man wirklich loslässt, ich merke das zur Zeit bei meiner Mutter, jetzt ist die natürlich auch wieder bloß ein Gedanke. Die hat jetzt so Phasen, wenn wir dort sind, wo sie sehr durcheinander ist, dann macht sie wieder den Eindruck, dass sie voll präsent da ist
Da war jetzt mal ein paar Wochen was ganz mies und jetzt plötzlich ist die wieder da wie ein Magnet, wenn ich was erzähle. Und ich sage immer wieder, auch wenn sie den Eindruck macht, die Figur, dass sie voll aufmerksam zuhört, Figuren verstehen prinzipiell nichts. Das ist ja so ein Verwandlungsparameter, wo du merkst, wo sie jetzt lächelt, sagt, Puppi, jetzt habe ich es verstanden. Du kannst nichts beschreiben, du kannst nur einverstanden sein. Du kannst es einfach nur einverstanden sein und nichts geschehen lassen und die Sinnlosigkeit merken von Ärger oder von Angst. Es ist ein Hauch von Zweifel, schmeißt alles über den Haufen. Wenn du einen Hauch an dem Ja. zweifelst, was ich dir erkläre, was du überprüfen kannst, du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Und dann wirst du feststellen, alles, was ich jetzt an Udo-Beispiele mache, jetzt mit der Vergesslichkeit natürlich ist schwierig, wenn du 40 oder was bist. Ich sage, da wird sich viel tun, wenn du noch ein bisschen älter wirst. Das geht dann peu à peu. Die Verwandlungen merke ich jetzt bei die Donis, bei die Feddings. Auch nur Gedanken, sage ich immer wieder dazu, aber die sind halt jetzt Mitte 70. Die sagen, oder die letzten 15 Jahre, wenn wir das Solo-Feeling nicht gehabt hätten, das ist die beste Medizin, was es gibt, weil man gleichgültiger wird. Weil du prügelst ja immer bloß alles, dein Nicht-Einverstanden-Sein erzeugt in dir Leid. Und das Verrückte ist, das Ego wird dir immer erklären, wer oder was dran schuld ist. Es hat aber einen absoluten Selbstschutz. Darum sage ich immer wieder, selbst wenn ich einen darauf hinweise und was erkläre, die hören dann zu und irgendwann merke ich, da brennt die Sicherung durch. Also ich begreife doch, ich kritisiere dich nicht, ich weise dich auf was hin und jetzt fängt das Ego schon wieder an, sich zu verteidigen. Ja. Dann darf man ja gar nichts mehr denken, dann wäre ja alles bloß Blödsinn. Was, da merke ich, die stürzen dann vollkommen ab. Weil das Ego sich aufbäumt, das will nicht ums Verrecken holen, das wahrhaben, was wirklich ist. Man klammert sich so fest an seinem Weidezaun, weil man meint, er ist Sicherheit. Das Wissen, das du hier zur Zeit zum Denken benutzt, das hat mit Sicherheit gar nichts zu tun. Das ist von Augenblick zu Augenblick vergänglich. Und dieses ständige Wiederholen, weil man meint, es ist wichtig, das ist richtig. Diese vielen Sachen, diesen Wahnsinn zur Zeit um dich herum. Ich kann immer nur sagen, biblisch gesehen ist das Sodom und Gomorra. Und es ist nicht erschaffen worden, dass es für die Ewigkeit ist. Da kommt die Sintflut und dann bläst es weg. Das ist dein Verwandlungsprozess. Ich habe was ganz Interessantes letzte Nacht erlebt. Das war wie ein Sterben. Ich weiß aber, ich wollte das, ich fand das, ne? Also ich habe mich da hingegeben, aber ich hatte ein Problem, mir das anzugucken. Also dieses Hingucken, weißt du, in dem Fall waren es wohl irgendwie Soldaten, die reinkamen. Ich wusste, jetzt sterbe ich, aber ich war so weggedreht von denen und ich hatte Angst, mich umzudrehen. Und dann zack, war ich irgendwie, ne, Ego, und oben, was weiß alles ich. jetzt nochmal und alles, was du jetzt erlebst, ist sekundär. Wichtig ist für dich, dass ein Bewusstsein da ist, das jetzt das sich Dass das bewusst macht. bemerkt, ja. Wie ich sage, selbst wenn du jetzt als Heiko merkst, dass du extrem vergesslich wirst, es geht um den, der es merkt und nicht um den, der vergesslich war, weil der schon wieder eine Information ist. Das ist diese Verwandlung, wo passiert, das ist der Erweckungsprozess. Weißt du, die Geschenke, diese Beispiele für Holofeeling, die gebetsmühlenhaft, wo ich merke, wenn ich sie wiederhole, hast du sie noch nicht verstanden und ich erkläre es ja nicht dem, der du zu sein glaubst. Was ich zum Beispiel ganz, ganz tief ist, wenn man das wirklich versteht, wenn ich sage, wenn du nach einem Albtraum schweißgebadet wach wirst, du schreckst schweißgebadet hoch. Man nennt es einfach, du wirst wach. Du schreckst schweißgebadet hoch und du sagst, boah, Gott sei Dank, ich habe die Scheiße bloß geträumt. Das heißt, du wirst aus was ganz was Schlimmen herausgerissen durch das Wachwerden. Und jetzt ist interessant, im Moment des Erwachens wird dir bewusst, dass alles, was du vollkommen real im Sinne des materialistischen Logik real erlebt hast, wird dir in dem Moment bewusst, dass das ja nur Bilder in deinem Kopf waren, dass du geträumt hast, dass dir eigentlich gar nichts passieren hätte können. Du warst ja jetzt natürlich gedacht, nur im Bett gelegen und hast geschlafen. Ja. Dass das nur ständig wechselnde Bilder in deinem Kopfkino waren, was wir Träume nennen. Und ich sage, wenn du dich jetzt anschaust, wie du noch zitternd, schweißgebadet im Bett sitzt, wird dir auch klar, dass solange du nicht wusstest, dass du träumst, dass das für dich vollkommen im materialistischen Sinne echt war. Mit den Genau. ganzen Gefahren, die dazugehören. So, das ist der Erweckungsprozess. Aber was jetzt verrückt ist, in dem Moment, wo du dich jetzt schweißgebadet zitternd im Bett sitzen siehst,
bist du eigentlich schon wieder eingeschlafen, weil du dich wieder mit einem Gedanken von dir verwechselst. Ja. Das heißt, du wirst wach und bist im selben, das ist das Problem. Du wirst wach und bist im selben Moment schon wieder in einem Traum, wo du der Heiko bist. Dir ist nur klar, dass das, was du angeblich vorher erlebt hast, nur ständig wechselnde Bilder in deinem Kopf haben, aber jetzt bist du wieder der Heiko, jetzt bist du wach. Dasselbe Prinzip. Wach werden und einschlafen ist wie es Kommen und Gehen. Es passiert im selben Moment, nie die Umformung. Das muss man verstanden und darum wiederhole ich das immer wieder. Und wenn du wirklich wach wirst, dann wirst du nicht mehr sagen, ich bin jetzt der, der schweißgebadet im Bett sitzt. Weil er wach worden ist. Weil der, der wach wird, ist niemals eine Information von dir. Das, wenn du das verstanden hast, bist du einen ganzen Schritt weiter. Und ich sage jetzt, oberflächlich verändert sich nichts, deswegen spielst du immer noch die Rolle weiter, die du jetzt spielst. Wo ich immer wieder sage, das lass mal, das mal lass es. Das ist maßgeschneidert. Jeder Moment, den du erlebst, hast du das mal zu lernen, dich über nichts und niemand aufzuregen, dir auch vor nichts zu fürchten. Weil solange du dich noch fürchtest, verwechselst du dich noch mit irgendeiner vergänglichen Erscheinung, dass dir was passieren könnte, dass du dich auflöst. Dann ist zum Beispiel dieses ganze Organspätze-Geschmarre, Organspenden-Geschmarre ist dann vom Tisch. Ja, was machen wir jetzt? Melden wir uns jetzt, dass wir uns keine Organe nehmen lassen oder lassen wir das so laufen? Da bin ich auch schon mal drauf eingegangen. Da gibt es immer noch Teillösungen, dass ich sage, was machen die eigentlich mit der Zwangsvergewaltigung? Es geht wirklich bloß wieder um Geld. Die Scheinheiligkeit, wie bei der Medizin, all das ganze Zeug, um Menschen zu retten, dass denen besser geht, vergiss es. Es ist ein Milliardengeschäft, das freigeschalten wird, weil mehr Organe, die man verpflanzt, bringt wieder wesentlich mehr Geld. Es gibt ja eine Zwischenlösung, dass ich ganz einfach sage, man macht Folgendes in einer Übergangsphase. Anspruch auf ein Spenderorgan hat bloß jeder, der einen Spenderausweis hat. Der ist gut, ja. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, jetzt kannst du selber entscheiden, wenn du meinst, du würdest gern ein Organ haben, wenn du eins benötigst, dann musst du auch selber bereit sein, deine zu geben, wenn dir was passiert. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass sich das ganz anders ausgleicht. Dass jeder, der den Anspruch auf ein Spenderorgan haben will, weil er sich mit seinem Körper verwechselt, muss er auch bereit sein zu spenden. Und in dem Moment, wo alle, die keinen Spenderausweis haben, keinen Anspruch auf Organe haben, wirst du plötzlich feststellen, dass das ganz einen ganz anderen Flow gibt. Die meinen, die wollen gerne eins haben, die kriegen dann auch wesentlich schneller eins. Aber nur versetze ich da hinein. Ich denke gerade weiter, jetzt braucht einer ein Organ. Da sagt er, dann mache ich schnell einen Ausweis. Das muss man eben regeln, dass das nicht so schnell, dass ich jetzt da nicht von vornherein sagen kann. Die Zahlen, dasselbe in grün, dass wenn du jetzt zum Beispiel liest, Mama, wenn du jetzt Werbung schaust, ist immer für einen Zahnarzt gibt es hier Zahnarztzusatzversicherung. Die kannst du sofort abschließen, selbst wenn du ein Problem hast, für wenige Mark, die sogar getestet, da gibt es sogar welche, die einen guten Test haben und die übernehmen dann 100% alles. Angeblich. Ich sage, das Kleingedruckte veröffentlichen die aber nicht. In einer rein kapitalistischen Gesellschaft, wenn ich jetzt das sehe, in meiner Welt, Udo-Welt, schaue ich ganz normal Fernsehen und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in der letzten Zeit Werbung gesehen habe für eine Zahnzusatzversicherung, wo es dann heißt, und hier, wenn du irgendwie Plomben oder irgendwas, du musst da Zahnzusatzversicherung ab, selbst wenn du jetzt was haben solltest, wenn die nicht mehr 100% der Kosten, die ist sogar gut getestet, wir sind sogar Testsieger. Und weißt du, wenn ich jetzt nachschaue, wie viel eine Werbung auf ZDF oder RTL kostet, und ich kann dir, habe ich mit Sicherheit schon 15 Mal gesehen, die Werbung. Und ich weiß, was ein so ein Werbespot kostet. Und ich weiß jetzt, wie viele Hunderttausende von Euro, die für diese Werbung ausgegeben haben. Dass sie dir für einen kleinen Monatsbeitrag deine Zahnsanierung zahlen, weil dass du eine Versicherung hast. Verstehst du, in einer Welt, wo es um Geld verdienen geht, da muss doch ein Haken dabei sein. Wie blöd sind die Menschen eigentlich? Ja. Verstehst du? Dass ich in der Werbung suggeriert bekomme, das kann ich auch abschließen, wenn ich jetzt kaputte Zähne habe. Und Monatsbeitrag so und so viel. Gut, selbst wenn ich dann, wenn ich jetzt älter bin oder was habe, ich muss 20 Euro oder 50 Euro zahlen, wenn meine Implantate hier 2.500 oder 5.000 Euro kosten. Das steht in keinem Verhältnis. Und das, dass ich das bei Ihnen abschließe, dass die meine Zahnsanierung bezahlen, die Kosten übernehmen, dafür machen Sie Hunderttausende von Euro Werbung, dass ich das weiß, dass mir die das zahlen wollen.
Wo machen dann die ihre Gewinne? Es ist wie mit den ganzen Lebensversicherungen. Das ist ein, so ein korruptes, verlogenes System für den kleinen Mann, dass wenn du da mal in die Tiefe gehst, wird es dir bloß noch schlecht, glaub es mir. Das ist bis auch, wenn ich jetzt die ganzen Finanzsachen, diese ganzen Verschiebungen, dieses Aufgeblasene, das ist ein Schönwetterding, dasselbe ist doch hier auch mit dem ganzen Umweltschutz. Da außen gibt es keine Welt, das ist die Lösung, halt das zweite Gebot. Das ist die eigentliche Quelle, ist schon die Lüge des heliozentrischen Weltbildes. Und immer wieder die zwei Seiten, wo wir heute Morgen angesprochen haben, hier und jetzt gedacht, immer jetzt. Dieses Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen, unmöglich. Aber die vielen Sachen, die für dich vollkommen logisch sind, dass die Schallwellen auf die Schallplatte eingreifen. Und darum höre ich die Musik, wenn ich Analogplatte laufen habe. Dasselbe gilt natürlich dann auch für Kassette, für Tonbandgerät, alles was analog ist. Das ist da nicht drauf. Analogsignale, mehrere Frequenzen gleichzeitig bilden eine Hüllkurve. Jetzt könnte ich wieder sagen, wie bei unserem Glas. Entweder stimmt dein Erklärungsmodell oder die Arithmetik stimmt nicht. Die reine Arithmetik. Du musst dich jetzt entscheiden, weil das ist ein Widerspruch da. Entweder bilden viele Frequenzen gleichzeitig eine Hüllkurve, eine sogenannte Interferenz, eine Summe, oder sie bilden das nicht. Das ist der arithmetische Teil. Ja, aber wieso höre ich dann die ganzen einzelnen, ich lasse mal Beethoven laufen und wenn du da sitzt bei einer guten Sternenlauf, da kannst du jedes Instrument anfokussieren. Aus diesem Klanggemisch, das auf der Platte wirklich nicht drauf ist. Kann man übrigens sogar mit Mikroskopen abschauen. Das ist, wie gesagt, habe ich in die 80er Jahre schon gemacht. Und jetzt bist du hin und her gerissen. Ich sage, du musst dich jetzt entscheiden, entweder stimmt das Erklärungsmodell der Physiker oder es stimmt die Arithmetik, die du lernst. Wenn du dich jetzt für das physikalische Erklärungsmodell, das oberflächliche Fehlerhafte, das sind meine Fehler in den Physikbüchern, wenn du dich dafür entscheidest und gegen die Arithmetik, dass du sagst, die arithmetischen Modelle stimmen nicht, dann fickst du dich zweimal, weil nämlich diese Physik, dieses Erklärungsmodell, nämlich auf dieser Arithmetik aufbauen, die angeblich verkehrt ist. Das ist der Zirkelschluss, wie ich das nenne. Die Petitio Principi. Grundannahmen ist immer das Hauptproblem des raumzeitlichen Denkens. Das beginnt schon, was war zuerst da, das Ei oder die Henne. Das ist vom Tisch, wenn du begreifst, dass es kein chronologisches Vorher gibt. Versuch einmal morgen was zu denken. Es gibt auch kein chronologisches Nachher. Du kannst gestern nichts gedacht haben und du wirst morgen nichts denken können. Du kannst jetzt denken, dass du dir gestern gedacht hast. Du kannst jetzt denken, dass du morgen denken wirst. Aber das, was du gestern angeblich gedacht hast, hast du jetzt gedacht. Das, was du morgen denken wirst, denkst du auch jetzt. Also du verschiebst es jetzt rein gedanklich in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Was nichts daran ändert, dass du es jetzt denkst und jetzt anschaust. Das ist das ewige Hier und Jetzt der Esoterik. Und da kannst du mir alle esoterischen Schwätzer bringen, schon aufgrund der Tatsache, dass sie auftauchen, wo man heute Morgen macht mit der Marion, dann ist ja der Udo ein Schwätzer. Selbstverständlich. Figuren in deinem Traum sind Schwätzer, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kann nur der wissen, der träumt. Meinst du, dass der Heiko, den du jetzt als Pixelmännchen vor dir siehst, wenn du die Aufnahme anhörst, dass der das hört, dieses Pixelmännchen? Meinst du, dass der Udo, dieses Pixelmännchen und der Lautsprecher, den du jetzt hörst, weiß, was er sagt? Der Lautsprecher weiß das mit Sicherheit nicht. Das Pixelmännchen weiß es auch nicht. Was ist dann der Udo jetzt? Der ist ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Jetzt wirst du schon präzise, du sagst jetzt nicht, das vor mir auf dem Monitor ist der Udo oder der Heiko. Das sind ja eigentlich nur Gedanken in mir. Dann ist die Frage, meinst du, ein Gedanke von dir weiß, was er ist? Das ist ganz easy, sofort überprüfbar. Jetzt könnte ich sagen, wenn ich der Heiko bin und ich denke mir, ich rede jetzt mit dem Udo und wir nehmen diese Aufnahme auf und du stellst die auch wieder rein in den Chat und die hört sich dann irgendein anderer an. Dieser andere, der sich das jetzt anhört. Das ist jetzt in dem Moment, wenn du der Heiko jetzt bist, in dieser Situation ein Gedanke von dir. Du denkst jetzt einen Menschen, einen Gedanken in die Zukunft, wohlgemerkt einen Gedanken, der jetzt ist. Und irgendwas ist in dir drin, das sagt dir, dieser Gedanke, den du jetzt denkst, der Gedanke wird in der Zukunft
obwohl er ja nur jetzt sein kann, ist der noch in der Zukunft, wenn du ihn nicht mehr denkst? Der hört jetzt das, was ich jetzt sage. Oder was? Ist doch so, du zerreißt dich so in Stücke. Wahnsinn. Wenn du wirklich jetzt bist, stellt sich die Fragen nochmal. Es ist unendlich einfach, Heiko. Du musst nichts tun. Zum Altwerden, zum Träumen, was muss er träumen, der Geist eigentlich tun, dass er träumt? Gar nichts. Er muss das anschauen, was er träumt. Und er kann sich bewusst machen, dass er keinen Einfluss drauf hat. Das sind die vielen kleinen Beispiele für Holofeeling. Das ist eine ganz andere Art von Meditation. Da wirst du merken, wenn du jetzt einmal die klassischen, in der hinduistischen Meditationstechniken, im Zen-Buddhismus, dass dort das Wesentliche wirklich fällt. Das ist alles, das sind die ersten Ansätze. Aber die wirkliche Erkenntnis, die fällt. Weil was die nicht bezweifeln ist, dass wenn sie sich beobachten, auch wenn das angesprochen wird, wie jeder normale Mensch, der sagt, wir sind ja alle nur im ewigen Hier und Jetzt, oder das ist ja alles Maya, das ist ja alles Illusion. Ich sage, nein, das ist Information. Eine Information ist eine Gedankenwelle. Und wenn du eine sinnlich wahrgenommene Information hast, dann ist diese Materie, all das, was dir erscheint, ist ja so, wie es dir erscheint. Da kann ich tausendmal sagen, wenn du vor dir das siehst und du fasst die an, dann ist die hart, dann wird die schwer, die ist eventuell heiß, wenn ein heißer Kaffee angeblich drin ist. Das ist deine Empfindungen, die sind doch in dem Moment. Bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen Materie als Ding an sich. Das Einzige, was dir klar sein sollte, wenn du das nicht mehr denkst, löst es sich wieder in Luft auf. Das wird nirgends angesprochen, außer in Holofeeling. Das ist jetzt unsere Computermetapher. Das ist der Intellekt, du Geist bist wie eine Rechenmaschine. Da kannst du unendlich, du hast jetzt, da öffnen sich Möglichkeiten unendlich, aber erst auf der nächsten Ebene. Das ist dieser, das ist, wie ich sage, die Klasse. Das ist, du musst, hast hier ganz definitiv was zu lernen, einfach zu lernen, was du bist. Das, was du bist, ist ewig. Was ewig ist, kann nicht vernichtet werden, weil es eigentlich nichts ist. Es kann nicht existieren. Was ist dann das ganze Spiel mit dem Computer oder verkehrt versendet? Das sind lauter so Sachen, wo man dann irgendwann einmal, wenn du dich dann wirklich erhebst, merkst, alle Gefühle entstehen durch Interpretationen des Programms. Das kannst du verfolgen. Da nützt nichts, wenn du tausendmal den Udo hörst, der sagt, wenn du die Sinnlosigkeit von Alter erkennst. Das ist Alter. Du reagierst massiv auf irgendetwas, das nicht so ist, wie du das haben willst. Aber dieser Ärger ändert nichts an dem, was ist. Jetzt sage ich nochmal, dein Leben, betrachte dein Leben wie jetzt normal gesprochenes Wetter, wenn du aus dem Fenster schaust. Du hast keinen Einfluss drauf. Es ist so, wie es ist. Es regnet, es ist neblig, es ist kalt, es scheint die Sonne. Und ob du das jetzt willst oder nicht willst, ob du damit einverstanden bist oder nicht, im Wetter ist es total scheißegal, ob du dich aufhörst. Weißt du, ich habe mich da mal gefragt, ob da nun wirklich nichts für mich drin ist. Und ich habe festgestellt, doch, sonst würde ich es ja nicht tun. Ich ärgere mich. Das hat ja einen Grund, warum mir das gefällt, mich zu ärgern. Zum Beispiel, ich sag mal, wenn ich mich über jemanden ärgere, dann erhebe ich mich über den. Ich mache den klein, dadurch mache ich mich größer. Und das ist das, was für mich drin ist. Und das muss ich ja erstmal aufgeben. Ja, also ich meine, ne, wenn es jetzt, ich lang ja nicht auf die heiße Herdplatte, weil da ist nichts für mich drin. Aber wenn beim Ärger, da ist noch was für mich drin. Und erst wenn das geklärt ist, dann höre ich auf damit. Wahrscheinlich. Schau, und das ist jetzt, wenn du zuhören kannst, Heiko. Ich fall ja als Udo oft Menschen ins Wort, weil ich sage, ich weiß, was du sagen willst, das kürzen wir gleich ab, ich gebe dir gleich die Antwort. Das war jetzt nicht, du hast jetzt was erzählt und da ist was auftaucht, ist doch. Es stellt sich jetzt auch nicht die Frage, ob das richtig oder verkehrt ist, was du sagst. Da ist eine Erfahrung in dir aufgetaucht und die bewertest du auch, was du jetzt gemacht hast. Und das sollst du, dieses Spiel sollst du beobachten. Ich habe heute Morgen, ich sage das nochmal, dass unsere Wellen, dieses kleine mit der Brille, dass ich jetzt auch sage, ich wiederhole mal, wenn zwei auftauchen, sind nochmal zwei da, weil wir im Einheitskreis ja vier Phasen haben. Da habe ich jetzt immer die Beispiele, dass ich es auch angenommen, wenn du jetzt, du hast ja immer das Zwanghafte, dass du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Was dir klar sein soll, wenn jetzt irgendwann in dir auftaucht und dir erzählt dir was, was dich fasziniert, was du noch nicht gehört hast, wir sagen mal, da taucht der gescheiter Udo auf,
dann wird im selben Moment so ein Gescheiten, so ein Wellenberg oder Wellental, ein Dummer entstehen. Und wenn du jetzt das wirklich beobachtest, dann wird dir bewusst werden, dass du dich jetzt zu den Unwissenden machst. Ich nenne es einmal den Unwissenden, der das Gegenüber ist von dem Wissen. Ja. Das können wir jetzt aber rumdrehen. Wenn wir die zwei Seiten haben, gibt es aber auch welche, wo jetzt zum Beispiel wieder derselbe Udo auftaucht, dasselbe sagt. Aber wer bestimmt jetzt, ob das ein Wissender ist oder ob es einfach nur ein Schwätzer ist, der dir auf den Keks geht, in dem Moment, wo du nämlich den Udo zu einem Schwätzer machst, der in dir auftaucht. Wenn du das beobachtest, machst du dich zu dem Gescheiten, der erkennt, dass das ja bloß ein Spinner ist. Und das ist genau das Spiegelbild von der anderen Situation, dass der Udo gescheit ist und ich bin der Dumme. Und wenn du dich jetzt erhebst, hast du bei den zwei Seiten automatisch die anderen zwei Seiten im Hintergrund, wenn wir das wieder austauschen. Das sind die vier Seiten. Ja. Und das ist der Heilungsprozess, weil jetzt hast du alle vier Seiten. Das Plus Plus und das Minus Minus und das Plus Minus und das Minus Plus. Und wie ich immer wieder sage, die Sinus, die wir hier rauskonstruieren, das ist eine Zeitdilatation. Das heißt eine Zeitdehnung. Zeit ist Ed. Ed ist eine augenblickliche Erscheinung. Normalerweise sagen wir einen Zeitpunkt. In dem Moment, wo ich mir jetzt hier zum Beispiel 5 Minuten ausdenke oder ein Tag oder ein Jahr ausdenke, mache ich ein Jahr, diese Zeitspanne, das ich jetzt aufspanne, ist jetzt. Ich denke ja jetzt an ein Jahr. Aber in dem Moment, wo ich jetzt an ein Jahr denke, kann ich mir jetzt meinetwegen viele Sekunden reindenken. Oder an eine Stunde denke. Wenn ich die jetzt einteile in Sekunden und ich sage, jede Sekunde ist ein Zeitpunkt, dann sind die ganzen Zeitpunkte in dieser Stunde doch jetzt, weil ich spanne jetzt diese Stunde auf, wo ich übrigens genau 86.400 Sekunden Zeitpunkte drin habe. Ich betone 86.400. 86 ist OB und 400 ist die Erscheinung, die jetzt ist. Das ist der Witz, bei dieser Zeitdehnung, wenn sich bei Lichtgeschwindigkeit die Zeit unendlich wird. Der Punkt, das Jetzt, ist unendlich. Da denke ich mir jetzt unendlich viele Zeitpunkte rein und dehne die aber räumlich aus, zeitlich aus. Aber trotzdem sind all die Punkte, und jetzt haben wir wieder das Bücherregal. Dass ich jetzt sage, jeder Gedanke, den du denkst, denkst du jetzt. Wir sagen jetzt einmal, ein Gedanke ist ein Wort, das du zu einem Geräusch machst, wenn du zum Lesen anfängst. Du kannst in den ganzen Bücherregal, die ganzen Wörter, die in diesen Büchern drin sind, kannst du jedes Wort bloß jetzt ausdenken, sprechen, gedanklich sprechen oder laut lesen, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, es kann jedes Wort nur immer jetzt ausgesprochen werden, egal welches Buch du in die Hand nimmst, auf welcher Seite du bist. Und wenn du das Bücherregal anschaust, sind die alle jetzt. Das ist eine Zeitdilatation, dass man das, was jetzt beim großen Bücherregal ewig lang dauern wird, um alle Worte auszusprechen. Das ist ja schon auf der Seite, wenn ich immer sage, schon wenn du eine Zeile hast, du kannst die Worte auf einer Seite anschauen jetzt, die kannst du in dein Blickfeld reinschieben. Versuch dir mal jetzt auszusprechen. Jetzt zerhackst du das. Aber im Weißenbuch-Vortrag habe ich das erklärt. Das steckt in der Einstein-Formel drin. Das ist die Formel, sind, du musst die nur anders erklären. Ich habe jetzt die Schwierigkeit, wenn ich jetzt mir eine Kiste ausdenke, einen normalen Menschen ausdenke, wo ich weiß, der hat kein tieferes physikalisches Wissen. Wenn ich immer sage, ich zeige dir, in Physikbüchern sind so unheimlich viele Fehler drin, die wissen ja die meisten, die ich mir jetzt ausdenke, wissen ja nicht einmal, was in Physikbüchern drin steht. Also muss ich mir in die Kiste jetzt erst einmal ein rudimentäres Allgemeinwissen von Physik hineindenken. Das ist, wenn ich jetzt die Erklärung mache, das ist eigentlich ein scheiß Spiel. Und wenn du dann das Wissen hast, populärwissenschaftlich, wo ich sage, das glauben Physiker, weil sie so programmiert sind. Erst wenn du dieses Wissen hast, was die glauben, praktisch was die rezitieren, kann ich dir sagen, wo die Fehler drin liegen. Ja. Ich kann dir nicht den Fehler von was erklären, wo du nicht einmal die Grundlage weißt. Da liegt extrem viel im Argen. Darum bleibe ich immer in einem ganz einfachen populärwissenschaftlichen Bereich. Wird viel spaßiger, wenn man sich das genauer anschaut. Und dann müssen wir zuerst einmal Physik studieren, um dir dann, mir fällt jetzt gerade spontan ein, mein Gunder, der ist als junger Busch in die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre, hat er gerade Abitur gemacht, hat bei mir ein Stereoanlage gekauft.
Auto an Loch, weil Abitur, er hat Auto im Führerschein gemacht nach dem Abitur, wie die meisten, und dann hat er sich ein Auto an Loch geholt. Und dann sage ich, was machst du jetzt? Ja, er studiert jetzt Elektronik in Erlangen. 80er Jahre, ist jetzt fast 40 Jahre her. 35 Jahre, schätze ich. Und dann sage ich, pass auf, Bruno, du wirst jetzt viel Zeug in deinem Studium lernen und in 15 Jahren wirst du vielleicht erkennen, wenn es so sein soll, dass das alles nicht umsonst war, was du gelernt hast, sondern dass du erkennst, dass das alles ganz anders ist, dass das überhaupt nicht stimmt. Das stimmt zwar ein bisschen, aber es ist trotzdem alles ganz anders. Das ist genau der, das war der, der die letzten in einem Jahr dann die letzten Aufnahmen gemacht hat. Der hat übrigens hier dann nach seinem Studium, weil er sehr gut war, ist er zum Fraunhofer-Institut übernommen worden. Und im Fraunhofer-Institut hat er die Kompressionssysteme MB3 gemacht, dann MB4 für Film. Er hat in dem Labor mitgearbeitet, war er mit hier, wo MB4 entwickelt wird. Der ist beim Fraunhofer aufgestiegen und ich habe schon mal erzählt die Geschichte mit Ari. Ari sagt vieles nichts, das ist eine Münchner Firma, die machen professionelle Kameras. Die alten Hollywood-Filme, die sind übrigens nach wie vor ist Ari die absolute Nummer 1 in Profikameras für in der Filmindustrie in Hollywood. Jetzt ausgedachterweise natürlich, muss ich nicht dazu sagen. Man muss dir vorstellen, er hat dann MB4, war er hier mit Entwicklungschef beim Fraunhofer-Institut und Ari jetzt, die müssen ja alle digitalisieren, jeder der Film ist ja weg, und die haben ja riesen Datenmengen, wenn du diese für die Kino, die Leinwände, arbeiten die ja mit ganz speziellen Kompressionssystemen und Ari hat es im Fraunhofer-Institut entwickeln lassen und jetzt interessanterweise, dann sagt er, kommt bei mir die Leute von Ari, die sagen, pass uns auf, Herr Föttinger, wir zahlen beim Fraunhofer-Institut einen Haufen Geld, dass die uns das entwickeln. Wir wissen, dass sie das eigentlich machen. Wir bieten ihnen an, sie kommen zu uns, wir stellen sie fest an, wir richten ihnen ein Labor ein. Ich glaube damals, was ich weiß, jetzt ohne Gewehr, sie kriegen so viele Angestellte, 13 Mann oder was, was er kriegt, dann Ingenieure kann er sich raussuchen, dann entwickeln sie das gleich bei uns und dann sagen wir, sie, das ist für uns wesentlich günstiger, weil sie das bei Fraunhofer machen, so sind die auf Mitverdienung. Und dann ist er zu Ari gegangen. Da war er lang hin und her und dann hat er sich hier, ist er zu Ari gegangen, ist Entwicklungschef von bei Ari, die immer noch Weltfirma sind, das kennen die Leute nicht. Da kommt Panasonic und so, die mit den großen Kameras, Ari ist nach wie vor Nummer 1. Und jetzt das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, das ist schon her, mittlerweile ist er nicht mehr in der Entwicklung, sondern ist bei Ari da aufgestiegen in die Manager-Hierarchie oder irgendwie. Also ganz vage. Ein Leben, das ich mir jetzt ausdenke. Das ist der Busch, der Abitur gemacht hat, der ist aus Treuchtlingen bei Weißenburg. Der sagt, ich fange jetzt in Erlangen an, Elektronik zu studieren. Das Leben musst du trotzdem leben. Das ist ein Leben wieder ein Leben. Das ist ein spezielles Wissen, das jetzt wieder in normalen Menschen überhaupt nicht existiert. Meinst du, unser Lothar hat da irgendeine Ahnung davon in seinem Programm von Kompressionssystemen und High-Elektronik-Kameras? Ist was anderes, aber das sind alles Bücher in dem Bücherregal. So wie im Internet du Physikseiten hast und Esoterikseiten und Weltrettungsseiten und Christenseiten und was es alles gibt. Für dich existiert nur das, wo dein Programm momentan das aufwirkt, wo du was zu lernen hast in jedem Bereich. Das ist alles ganz anders. Es ist nichts ist trügerischer wie diese normale materialistische Weltsicht. Jetzt muss ich nochmal betonen, was ich sage, Holofeeling ist weder eine religiöse Spinnerei, es ist keine esoterische Spinnerei. Das sind alles Dogmen, die du glauben kannst, in deinem Kopf verwirklichen kannst oder es sein lassen kannst. Es zwingt blinder Glaube. Und es ist keine naturwissenschaftliche Spinnerei mit der DNA, die so unvorstellbar klein ist. Das gestern schaue ich ihn dort an, hier und jetzt gedacht mit der Marion. Dann ist auch wieder, dann haben sie auch wieder, ja, der liegt schon 4 Wochen oder was im Regen, weiß ich nicht, ob ich da noch DNA-Spuren habe, dann hat er natürlich doch noch DNA-Spuren gefunden auf der Haut. Jetzt pass auf, was ist ein DNA? Du, wenn du bloß ein bisschen denken kannst, das ist so unendlich fehlerhaft. Was finden die eigentlich? Schon die Haut von dem selber ist ja DNA angeblich. Und da ist jetzt ja. Da irgendwo ein kleines Schüppchen auf der Haut von dem nochmal der Hautschuppe von einem anderen. Die hat er jetzt gefunden. Wie findet er die eigentlich? Wie kann er dann aus der DNA die DNA-Struktur, die Helix rausmachen? Wenn dich dort einmal dafür interessierst, jetzt sind wir wieder wie bei der Analogplatte. Jeder sagt, es geht doch. Ich sehe es doch in die Grimmis, das geht doch.
Es geht, weil du glaubst, dass es geht. Ich muss jetzt nicht einmal wissen, ich weiß bloß, das funktioniert. Und weil du das glaubst, können die mit DNA sofort feststellen, innerhalb von ein paar Stunden, von wem diese Haarspitze ist, wer das war. Aber mehr weißt du nicht, du weißt bloß, dass es geht. Wenn du dich dann einmal damit beschäftigst, jetzt springe ich wieder in den Blindfeld-Vortrag. Ich mache jetzt nochmal ein Buch. Zwei Professoren schreiben ein Buch über die DNA und die erklären jetzt populärwissenschaftlich die DNA. Zuerst der Satz beginnt, ich zitiere wirklich, ich habe das so oft gesagt. Dieses DNA-Strang ist so unvorstellbar klein, dass man nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop, selbst die größten übrigens, ich betone nochmal zum damaligen Zeitpunkt, Blindfeld, dieser Vortrag, wo ich das mache. Wenn du in Wikipedia geschaut hast, welche Vergrößerung hat eigentlich ein Rasterelektronenmikroskop? Es ist dieser ganze DNA-Strang. Die Auflösung eines Pixels vom besten, größten Elektronenrastermikroskop ist ein allereinziges Pixel, schon Seitenlänge 10-mal größer wie der DNA-Strang. Ein Pixel. Also schlichtweg nicht darstellbar. Also die ist so unvorstellbar klein, 2 Trillionstel Millimeter, glaube ich, war der Wert damals, dass man sie nicht einmal sieht. Und jetzt kommt der interessante Satz. Und der nächste Satz, und jetzt schauen wir mal nach, wie diese DNA aufgebaut ist. Schreibt er. Ein DNA-Strang hat die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern aus 1000 Seiten. Woher weiß der das eigentlich alles? Er rezitiert blind, was man ihm sagt. Das macht jeder Professor. Das macht unser Lesch. Das ist das, wo ich darauf hinweise. Das sind alles schon Fehler. Und jetzt kommt, es funktioniert doch, man kann das doch machen. Dann musst du dich einmal wirklich interessieren, wie jetzt, wenn du so eine kleine Haarspitze hast, wie dann die DNA überhaupt erzeugt wird. Da ist ja fast nichts da. Das wird in einer Lösung aufgelöst, dann muss das geschüttelt werden, dann muss das erst einmal wachsen, weil aus einem DNA-Strang, der wächst ja. So wie Kristalle, dann muss er genau bei einer Temperatur plus minus 1, 2 Grad oder 40 Grad, glaube ich, was jetzt, lege ich mich nicht fest, schau einfach nach, muss der gezüchtet werden, dass er wächst. Erst wenn er sich dann vermehrt hat, kann man dann mit einer extremen Analyse natürlich nur wieder mit Computern das dann aufschlüsseln, via Spektralprüfung, und da kann man das vergleichen. Ein hirnrissiger Vorgang, der verwirklicht wird wie das Handy. Ich habe vor Jahren schon immer wieder gesagt, wenn ich jetzt den Prozessor, der Computer drin hat, Heiko, ich weiß genau, 1994, da war der Standardcomputer, da hat's geheißen, es wird einmal der Pentium kommen. Das war das höchste, glaube ich, war 30 Megahertz Taktfrequenz zu dem Zeitpunkt. Ich jetzt ungefähr um den Dreh. Und da hat es in 1994 geheißen, es wird der Pentium kommen und der wird eine Taktfrequenz von 100 Megahertz schaffen. Ein Wahnsinn! Und dann kommen wir in den UKW-Bereich praktisch schon rein, in der Taktfrequenz, und da wird es in den kleinen Chips sehr schwierig werden, weil dann innen die leiterbaren Kapazitäten bilden, außer man muss einen Trick einfinden, dann gibt es irgendwie bei hohen Frequenzen gibt es einen Kurzschluss, wenn das klein ist. Schauen wir, was die Prozessoren jetzt machen. Es ist ohne Ende, es ist nur Glaube, es schaukelt sich hoch. Jetzt erklärt man alles mit Quantenmechanik. Ich sage, ihr habt nicht begriffen, was Quantenmechanik ist. Quantenmechanik ist Beobachterphänomen. Schrödinger das Katze hast, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt definitiv, die Wellengleichung, wenn zusammenbricht, siehst du was. Solange du nicht reinschaust in die Kiste, ist alles gleichzeitig. Bei der Katze haben wir ja bloß tot und lebendig. Ich sage jetzt, erweite ich das Beispiel, die Kiste ist dein, die Kiste ist Hamburg. Die Kiste ist deine Küche. Da ist alles gleichzeitig. Dadurch siehst du nichts. Sobald du in die Kiste reinschaust, in die Küche reinschaust, siehst du ein Bild, dann ist die Wellengleichung zusammengebrochen. Du siehst genau den Blickwinkel, wo du anfokussierst. Solange du nicht reinschaust, ziehen die Sachen nicht diskret da, sondern ein Kontinuum von allen Möglichkeiten gleichzeitig. Jetzt setzt diese Kiste jetzt eine Datei. Das kann in deinem Arbeitsspeicher ein Buch sein. Und die Wellengleichung bricht eigentlich zusammen in dem Moment, wo du die eine Seite, die du hochhebst, anschaust. Aber im Hintergrund hast du die anderen Seiten. Das ist das hier. In der Kiste ist zum Beispiel das Phänomen Wetter. Sobald du reinschaust, scheint entweder die Sonne oder es regnet es oder es schneit. Das sind alles Facetten aus der Kiste. Solange du nicht reinschaust, ist alles gleichzeitig. Ich könnte jetzt sagen, unsere Erdkugel, die wir uns ausdenken,
wo hell und dunkel, Wiesnitze, Regen, Schnee, alles gleichzeitig ist. Sobald ich reinschaue, schaue ich eigentlich, ich schaue nicht von oben an irgendeine Stelle, muss mal da Licht machen, ich schaue nicht an unserer Kugel irgendeine Perspektive, sondern ich schaue von innen nach außen irgendeine Stelle, das letztendlich in mir drin ist. Ich hebe eine Facette durch die Blickrichtung aus mir heraus. Das wird immer klarer werden, wenn dich da mal drauf einlässt, was du inspiriert, dann wirst du das immer mehr merken, wenn man sich auf Follow Feeling einlässt, wie irre das ist. Oder unsere Tora, um das nochmal zu wiederholen, die angeblich vor die Bibel oder die Heiligen Schriften, die vor tausenden Jahren von irgendwelchen Halbneandertalern geschrieben wurde. Wie erklärst du dir dann dieses eigenartige in der Holoarithmetik, dass ich dir die ganzen Naturkonstanten der Quantenmechanik, ob das die Eulersche Zahl ist oder das Pi ist, dass die in einer ganz eigenartigen Verschlüsselung da drin stehen, wo du gar nicht entdecken kannst durch bloßes Ausprobieren, aber trotzdem nachrechnen kannst, wenn es dir gibt. Wie ist es möglich, dass die vor 1000 Jahren das geschrieben haben? Es war nichts von der Vergangenheit. Es ist alles ganz anders, Heiko. Es ist komplett anders. Was natürlich immer interessant ist, wenn ich jetzt Heiko sage, das ist jetzt rein auf der unteren Ebene normal gesprochen. Ich erkläre es bloß dem, der sich in Heiko ausdenkt. Der sich jetzt den Heiko ausdenkt und den Udo ausdenkt und sich selbst ausdenkt, egal wer man zu sein glaubt. Jetzt kann natürlich das überschneiden, dass du sagst, ich bin der Heiko, ich schaue mir das jetzt an. Für den Heiko ist jetzt der Udo genauso ein Pixelmännchen wie für dich, wenn du nicht der Heiko bist. Es gibt bloß eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist immer wieder diese Sache, du hast immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist, wenn ich immer sage, Gott ist nicht allmächtig, er kann nicht machen, dass er nicht Gott ist. Jetzt müssen wir das klären, was verstehe ich unter dem Wort Gott. Dann sage ich, solange du was Besonderes sein willst, was Besonderes ist immer eine Facette von was. Wirst du nie begreifen, was es heißt, alles zu sein. Da gibt es aber eine Ausnahme. Der weiß, dass er alles ist, der ist im Vergleich zu diesen ausgedachten Besonderen was Besonderes, weil er der Einzige ist, der nichts Besonderes ist, weil er alles ist. Und dadurch ist er dann doch wieder was Besonderes. Bist du dabei? Im Vergleich zu denen, die was Sätze für das Wort besonders, was Spezielles. Die Spezies, die du hast, sind alle jeder für sich was Spezielles. Darum nennen wir die Spezies. Aber der sich die alle ausdenkt, dieser Spezies, ist ein anderer Spezies wie die ausgedachten Spezies. Weil es ist immer nur einer, der sich die anderen ausdenkt. Sobald ich jetzt aber meine, dass ein Gedanke von mir sich andere Gedanken ausdenkt, das ist schon wieder die Illusion. Figuren in einem Raum denken sich nichts aus. Der sich die Figuren ausdenkt, kann sich denken, der denkt ja jetzt an den. Ja. Aber was Ausgedachtes kann nicht selber denken. Und jetzt reduziere ich das, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Aber niemals irgendeine Figur in seinem Traum. Die Figuren in einem Traum erleben nichts. Die können auch nicht spüren. Es kann prinzipiell alles, was existiert, ist vollkommen gefühllos. Weil es Figuren, Erscheinungen in einem Traum sind. Es kann für dich den Eindruck machen, dass die was spüren, weil du Bilder interpretierst. Jetzt könnte ich wieder sagen, dein Zahn hat keine Schmerzen, die du dir ausnimmst. Dein Körper selber kann gar keine Schmerzen empfinden. Du hast die Schmerzen, der träumende Geist spürt es, der träumende Geist erlebt es. Wenn du das akzeptierst, bist du einen ganzen Schritt weiter in deiner geistigen Entwicklung. Dann wird nämlich Energie frei, weil du aufhörst mitzuleiden. Weil du mit etwas sympathisierst, mit etwas mitleidet, was als Ding an sich gar nichts verspürt. Du vermehrst durch Sympathie, durch Mitleiden, vermehrst du das Leid. Sagst du mal, wenn du mit jemandem mitleidest, egal mit wem, sympathisierst, wie das Wort wirklich übersetzt heißt, muss dir klar sein, dass zu dem Leid von dem, wo du glaubst, dass der Leide dein eigenes Leid dazukommt, weil du mit ihm mitleidest. Das heißt, du vermehrst das Leid. Dadurch geht es denen ja nicht besser, wenn du mitleidest. Jetzt normal gedacht. Stimmt oder stimmt? Aber wenn du jetzt noch erkennst, dass der, mit dem du mitleidest, er selber als Ding an sich ja gar nicht leidet,
merkst du eigentlich, wie dumm das ist. Dann wirst du irgendwann einmal eiskalt. Du wirst apathisch, du wirst nicht leidend. Wenn du dann so apathisch vor dir da sitzt, wirst du wieder feststellen, wenn einer apathisch da sitzt, also vollkommen gleichgültig nicht leidend da sitzt, von normalen Menschen, von der Medizin aus, ist der dann krank, weil er nicht normal ist. Es ist ja nicht normal, dass man nicht leidet. Dass man nicht reagiert. Das heißt, ein Beobachter, der überhaupt nicht reagiert auf das, was er beobachtet, dem einfach nur bewusst wird, was jetzt ist, ohne das, was ihm bewusst wird, in irgendeiner Art und Weise zu interpretieren oder darauf zu reagieren, sondern nur zu schauen. Das ist im Sinne von normalen Menschen sowieso ein Verrückter, weil das ja nicht normal ist. Normal ist es, dass man reagiert, dass man mitleidet, dass man sich über was aufregt oder über was freut. Das ist jetzt die Zwischenstufe, dafür habe ich das rote Ich erschaffen. Das vom JCH ausgedacht, auch was Ausgedachtes ist. Das ist diese Version, wo ich sage, das ist jetzt der Zuschauer, der am Fernsehen sitzt, der schon durch die Bilder Emotionen kriegt, weil er noch mit einem blauen Ich verbunden ist, der reagiert und der jetzt Emotionen hat, die er ganz normal hat, obwohl er sie eigentlich gar nicht hat. Der kann jetzt den Grusel genießen beim Gruselfilm, der kann Grimmi, die Spannung genießen, er kann sich in einen Liebesfilm reinfallen lassen und dann mitheulen oder egal was, diese ganze Palette von Gefühlen, wo ich sage, von den Büchern, den Romanen, den Belletristik, wo man auch Filme davon machen kann, kann ich jetzt alles als interessant empfinden. Das kann nur das rote Ich. Für den JCH, der dann letztendlich das alles sieht, aber die Gefühle selber hat das rote Ich. Wenn du jetzt aber diese beiden auf der oberen Ebene bist, hast du diesen eigenartigen Situation, dass du Gefühle hast, wo du die eigentlich gar nicht hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Udo wieder nehme, ich kann mich hinsetzen, ich kann das, ich bin ja da totales Mimöschen, ich kann mir jetzt einen totalen Kitschfilm anschauen. Dann lasse ich mich reinfallen, dann laufen mir die Tränen, dann lasse ich mich richtig reinfallen, ich genieße es, da laufen mir die Tränen die Wangen runter und ich genieße dieses Gefühl ohne Ende, obwohl mir das sowas am Arsch vorbeigeht, was da im Fernsehen ist. Das ist Freiheit. Das ist eine ganz andere Art. Und wie ich dann immer sage, heute Abend kommt der spannende Film, ich freue mich schon. Obwohl ich da keine Angst habe, oder was, ist ja bloß ein Film. Also du merkst, das ist ein so eigenartiger Zustand. Du koppelst dich dann ab von dieser, wie soll man das ausdrücken? Es ist das, was es ist. Es ist ein Traum. Ein Traum ist ein Film, Unterhaltung. Und jetzt schau mal die ganze Palette, wenn du in die Trash-Streaming-Dienste gehst, ich sage jetzt in die offiziellen, wie, was gibt es denn da alles hier, Netzkino und WhatsApp oder was es da alles gibt, wo diese billig, diese C-Ware aus Videotheken kostenlos streamen kannst auf YouTube, gibt es doch einige so Filmkanäle. Mhm. Netzkino zum Beispiel, wenn du eingibst, gib mal auf YouTube Netzkino ein, den kannst du. Oder warte mal schnell, ich tue dir mal ein paar Namen vorschlagen, das kenne ich ganz kurz. Pass auf, zum Beispiel Watch Now, Netzkino, Daredo, Vload V, Cinet Deutschland, das sind alles YouTube-Kanäle, wo hunderte, ich will sagen tausende von Filmen anschauen kannst. Und wenn du da durchgehst, wenn du das einmal eingibst, diese Adressen, dann wirst du feststellen, wenn du schaust, diese, man sagt Videotheken, B-Movies und C-Movies, es ist wirklich bei dem ganzen Zeug, mal vorsichtig geschätzt, 90% sind ganz billige Horror- und Krimi-Produktionen. Horror und nochmal Horror und Krimi und nochmal Horror. Aber wirklich ist so ganz, ganz primitive Ware. Das ist, da merkst du, den Massenmarkt des Zumüllen ist eigentlich dann doch, muss da Interesse da sein, dass die alle bloß immer Krimis und Horror schauen wollen. Aber wenn du jetzt auf Netflix oder was gehst, das ist immer dasselbe Schema. Das, wenn du das einmal durchschaust, das wird es unheimlich langweilig. Selbst die Musik, die Hintergrundmusik bei den neuen Netflix-Produktionen, die Geräusche, wenn sie Spannung erzeugen, die sind sowas von langweilig, dass sie sogar immer dieselben Synthesizer-Geräusche erzeugen. Kann er jetzt zig Staffeln, wo ich nur reingehe und dann höre ich schon wieder das das ist so typisch, dieser Netflix-Sound, das ist so ganz eigen, das ist wie eine Mode, wie ein Musikstil, wo zur Zeit, wo wir unsere Disco-Phase oder die Rock'n'Roll-Phase oder dann die Boygroup-Phase gehabt haben, das ist zur Zeit die Filmmusik bei Netflix, bei den ganzen Staffeln, die haben fast überall dieselben Geräusche im Hintergrund laufen.
Das ist jetzt einen anderen Fokus. Ich habe einen ganz anderen Fokus. Das ist so Massenware, weißt du, so, was man dann noch hochwertig nennt. Kann man genau schauen, wo so immer wieder die ausgedachte Masse hier zurzeit anspricht. Aber das ändert wie die Mode, wie die Haarlänge, die Mode, die Jeans, was man anzieht, die Kragengröße. Man passt sich immer wieder an. Geht ja um Geschäfte machen. Angst, Umweltschutz. Aber was ist das alles? Gedanken, Heiko, es sind Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken, die kommen und gehen, die kommen und gehen und kommen und gehen. Abhängig von deinem Programm. Das heißt, was ich jetzt erzähle, was du hörst, die Worte, die Vorstellungen, die du aufbauen kannst, heißt nicht unbedingt, dass das für dich normal war. Es kann nicht sein, dass du ein Programm hast, dass du das abnickst, weil das in dir läuft oder du so andersweitig fokussiert bist. Wenn ich jetzt Öko-Heinis habe, die bloß Bio und Umweltschutz und veganes Essen machen, ich sage, du merkst gar nicht, wie viel Feindbilder du in dir trägst. Es wird dir all das, was deine Logik hergibt, wird dir logisch erscheinen. Jetzt sind wir wieder bei dem kleinen Satz. Es wird für dich immer alles genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Und wenn du dir irgendwas nicht erklären kannst, gehst du sofort ins Internet und suchst da irgendeine Seite, wo dir das dann so erklärt wird, dass du das mit deiner Logik akzeptieren kannst. Da sind natürlich zum selben Thema auch Erklärungsmodelle drin, wie es ist, die dir mit deiner Logik total falsch erscheinen, die sind dann sowieso alles Verschwörungstheorie. Oder Lügenpresse. Hängt von deinem Programm ab. Wir sind immer wieder bei dem Thema. Egal, was du im Internet oder in Büchern nachschaust, wenn du dich für irgendwas, was da erklärt wird, entscheidest, zeige ich dir zig Seiten, wo dasselbe Thema ganz anders erklärt. Wenn du jetzt den Fehler machst, das Holofeeling meinst, das ist eine dieser Erklärungen, das ist es eben nicht. Wenn du Holofeeling verstanden hast, Holofeeling steht in keinster Weise im Widerspruch zu irgendeiner dieser Erklärungen. Es ist ein Übersystem. Das ist der Unterschied. Das musst du checken. Es ist nicht einer von vielen. Holofeeling ist nicht einer von vielen möglichen Glauben, die im Widerspruch zueinander stehen. Wie ich immer sage, Holofeeling ist die Tasse selber, die viele Perspektiven hergibt. Und jeder Glaube ist eine kleine Facette von Holofeeling. Das ist der Unterschied. Weil es allumfassend ist. Eine andere Ebene. Und das wiederum verstehen. Erwarte nicht, dass das irgendwie die Menschen, die du jetzt ausdenkst, wissen müssen. Es muss nur einer wissen. Nur ein Allereinziger. Nämlich der, der du bist. Und sage ich, erkläre dir jetzt erst einmal, was du bist. Und dir muss eins klar sein. Du stehst hierarchisch vor allem, was du dir ausdenkst. Wenn du dich jetzt nur als Denker denkst, ist eins klar. Für dich existiert nur das, was du denkst. Und es ist so, wie du dir es denkst. Das kannst du dir nicht oft genug einreden. Aber jetzt kommt dann die eigentliche Holofeeling-Erkenntnis, dass wenn du sagst, ich bin ein Denker, muss dir eins klar sein, egal was der Denker denkt, es muss ja einer da sein, der sich den Denker ausdenkt. Der Denker ist auch bloß was Ausgedachtes. Also muss der, der sich jetzt selbst als Denker setzt, sich zu einem Gedanken von sich macht, so wie der Denker sagt, ich bin der Mensch. Sowieso. Das ist schon mal der Programm, dein großes blaues Ich sagt, ich bin jetzt der oder der oder der und denkt dabei an den Körper. Es denkt sich aber auch für die andere Körper aus, wo dann das Programm sagt, das bin ich nicht. Aber jetzt muss ja einer da sein, der sich diesen schizophrenen Denker, der bei manchen Gedanken, die er denkt, sagt, das bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht, der sich diesen Denker ausdenkt. Und der wiederum wird in dem Moment auch schon wieder zu was ausgedacht. Das ist das, was ich so oft erzählt habe. Und du wirst dann feststellen, dass du, Geist, der du dir jetzt den Heiko und den Udo ausdenkst und wen auch sonst immer, vielleicht den, der du jetzt zu sein glaubst, weil du dir das Video anschaust, weil ich mir jetzt denke, dass der Heiko das Video in die Zukunft auch in den Chat reinstellt oder auch nicht, das lasse ich eine freie Entscheidung. Dass du dir das anschaust, wenn ich sage, das wird jetzt aufgenommen, du hörst dir es jetzt an. Alles, was passiert ist jetzt, haben wir doch immer, ich weise immer wieder darauf hin. Dass dieser eine, der sich das jetzt erlebt, dass, ob du dir das jetzt beim Heiko bei der Aufnahme erlebst oder ob du das jetzt als irgendwer anders beim Anschauen des Videos, immer jetzt, sind nur verschiedene Träume, verschiedene Welten. Der, der es erlebt, du, wenn du jetzt den Udo sprechen hörst, bist du ewig.
Das ist mein Ansprechpartner. Das ist der Einzige. Das ist schon eine höhere Ebene. Darum erkläre ich dir jetzt das, was du bist. Du bist immer. Der Udo ist es nicht, der Heigo ist es nicht, der du zu sein glaubst, ist es auch nicht. Weil das existierende Dinge sind. Also du musst dich irgendwann einmal wirklich innerlich darauf einstellen, dass du ewig bist, was auch das immer alles noch in deiner jetzt ausgedachten Zukunft, in dem Wechsel, wo dich das hinführen wird. Lass dich doch einfach überraschen. Es ist dann keine Bedingung gibt, das ist. Also mach dir keine Gedanken, das kann dir keiner wegnehmen. Die Ewigkeit kann dir keiner wegnehmen. Wie du dir das einrichtest, das, was du zu sehen bekommst, da hast du einen riesen Einfluss drauf. Aber erst, wenn du unlogisch warst, weil das die höhere Logik ist. Basic wird niemals zu Windows werden, wenn es nicht vorher unlogisch wird. Und da kommt jetzt meine Sache mit dem Haar. Weil du das von dir aus nie machen wirst, weil dein Programm dich praktisch zwingt, es nicht zu tun, werde ich dir das irgendwann einmal wegnehmen und dann wirst du einen höheren Komplex kriegen. Ein Wort. Und jetzt immer wieder so eine tiefe Metapher wieder. Du stellst fest, dass ich an dem Haar überhaupt nichts verändere. Ich will an verschiedenen, sich widersprechenden Glauben überhaupt nichts verändern. Was sollte ich an einem Dreieck oder an einem Kreis verändern wollen, wenn ich dir erkläre, was ein Kegel ist? Ich darf an den Dreieck und an dem Kreis nichts verändern. Ich setze bloß das, was sich widerspricht, so zusammen, dass es was vollkommen Neues gibt. Das ist jetzt heute das Thema gewesen hier mit der fünften Ebene. Und dann sage ich immer wieder, das ist die Schizophrenie des Materialismus, Heigo. Zurzeit ist ja auch in gewissen Kreisen in aller Munde hier Strahlenschutz dieses neue Netz G5. G5. Hm. 5G könnte ich sagen. Die Quintessenz ist der Geist. Die totale Vernetzung von alles in einer großen Einheit. Die eine Seite, das war total negativ gesehen. Ich sage, das ist die Quintessenz, die fünfte Stufe ist die Heiligkeit. Weil alles in einer Einheit verbunden wird. Das ist Holo-Feeling. Und die Esoteriker, wenn du das Farbenspiel anschaust, gibt es ja zwei Farbenspiele in unseren Holo-Feeling-Schriften. Und in den einen Farbenspiel, dann soll ich die Esoteriker reden von einer, die Dimensionen immer, dritte Ebene, dritte Dimension, dann gibt es die vierte, obere und die untere Ebene, die fünfte Dimension. Die erklären das dann alles mit ihren esoterischen, raumzeitlichen Vorstellungen. Und da erkläre ich dir, dass das eigentlich ganz anders ist. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Film anschaust, was ist ein Film auf einer normalen Kinoleinwand? Jeder normale Mensch wird sagen, das ist 2D, zwei Dimensionen. Nein, das ist 3D. Es sind zweidimensionale Bilder, die sich ständig abwechseln, die praktisch in der Zeit sich verändern. Das ist die dritte Dimension. Immer die nächsthöhere Dimension nehmen wir Zeit. Das heißt, ein Fernsehfilm, wenn du dir anschaust, wirst du mit einer dreidimensionalen Information konfrontiert. Zwei optische Bilder, zwei Dimensionen ist das, was du siehst und die dritte Dimension ist der ständige Wechsel der Bilder. Wenn du jetzt auf deine, wie ich sage, auf deine VR-Brille schaust, wenn du jetzt mit einer dreidimensionalen Realität konfrontiert wirst, ist es vierdimensional. Das sind wechselnde dreidimensionale Bilder plus die Zeit. Du nennst mir die Zeit die vierte Dimension. Aber diesbezüglich sind zweidimensionale Bilder, wenn du einen Film anschaust, eigentlich 3D. Mhm. Und der 3D-Film ist 4D. Weil du die Zeit immer noch dazu machst. Aber jetzt wirst du feststellen, dass die Zeit ja immer jetzt ist. Das ist jetzt das, wenn du dann merkst, wenn du Stephen Hawking magst, das so voller Fehler ist und dann doch wieder stimmt. Diese ganzen Unterlagen und die Formen hier, Roger Penrose und Stephen Hawking, denke ich mir jetzt aus. Jetzt geht es natürlich für mich los, dass in den Kisten diese Menschen bloß das geschrieben und getan haben kann, was ich mir ausdenke. Wenn ich Materialist bin, sage ich, die haben mir das vorher geschrieben und ich habe das später zum Lesen gekriegt. Wie sieht es aber jetzt aus, wenn du hier Computer bist und irgendwann auf einer Seite tauchen die in dir auf und du machst jetzt Vorstellungen. Im Anfang war nicht ein Urknall oder irgendwas, sondern im Anfang ist ein Geist mit einem Programm, ein Computer mit einem Programm, gleichzeitig. Da kann man jetzt die Bilder austauschen. Es ist so. Es ist hundertprozentig sicher, dass die ganzen großen Entdecker oder Forscher oder Physiker der Weltgeschichte, die du dir ausdenkst, kannst du dir nur ausdenken, weil die auf deinem Wissensspeicher, auf deinen Schwamminhalt drauf sind. Kann sich das auch einer ausdenken, der die nicht auf seinen Schwamminhalt hat? Das ist jetzt das Problem.
Wie sieht jetzt das aus, wenn du nicht bloß in deinem Speicher nicht bloß das Buch hast, sondern das ganze Bücherregal? Das ist das, was ich jetzt sage, das Internet. Das ist ein Konstruktprogramm. Du bist halt gefangen, momentan, weil du nur in das Heiko-Buch reinfokussiert bist, wenn du jetzt glaubst, der Heiko zu sein, oder in das Leben. Du bist nur reinfokussiert in das Leben, das du zurzeit in dir aufhörst. Auf dem Konstruktprogramm sind die ganzen anderen Leben, kann zu dir. Das klingt jetzt sehr abgespaced. Aber du wirst merken, umso mehr du dich weiterentwickelst, dass das, soweit ich jetzt das in deiner in Basic-Logik beschreiben kann, das tausendmal mehr dem entspricht, was wirklich ist, wie das, was du zurzeit glaubst. Wir machen hier kein Science-Fiction. Nichts baut mehr auf überprüfbaren Fakten auf wie Holofeeling. Mit Sicherheit nicht die Geschichte. Mit Sicherheit nicht die religiöse Geschichte, die esoterische Geschichte und schon gar nicht die Naturwissenschaft. Obwohl die alle ein bisschen recht haben mit der Verschränkung. Wenn die Photonen auseinanderfliegen, unsere Verschränkung, wo sie sagen, mit Lichtgeschwindigkeit. Egal, wo du das hindenkst, die sind ja an derselben Stelle und die bestehen aus demselben Material. Die Sonne, die du dir jetzt ausdenkst, besteht aus demselben Material, wie wenn du jetzt an eine Fliege oder an einen Hummel denkst. Das Material ist die 200 Gramm rote Gnede, die diese Form annimmt. Das ist das eigentliche Material, ist das, was Einstein die Energie nennt. Die sich ständig von Augenblick zu Augenblick in eine andere Form von Energie umwandelt. Das bist du, träumender Geist. Diese Energie als Ding an sich kann nicht vermehrt werden, nicht vernichtet werden. Sie ist etwas nicht Denkbares. Nur die Form kannst du verändern. Aber die Veränderung der Form verändert nichts an der Gnede selber. Egal, was du träumst, es verändert nichts an dem Geist, der den Traum erlebt. Wenn du dich jetzt einmal gelöst hast, dass du der bist, der sich für Angst vor Angst in die Hosen scheißt, das ist ja schon Form. Der Typ, der vor Angst in die Hosen scheißt, plus dieses Gefühl der Angst, sind alles Informationen. Das verändert sich auch laufend. Dann wirst du irgendwann nochmal die Metaphern hier im Neuen Testament, die Geschichte vom Seemann, all das Zeug, die Bergpredigt, allen voran, dieser Wechsel, selig die, die jetzt krank sind und hungern. Ich sage jetzt, selig die, die jetzt krank sind, weil du kannst dich hundertprozentig, egal was du hast, dass dir wieder besser geht. Wenn es dir jetzt gut geht, im normalen Sinne gedacht, kannst du hundert deinen Arsch drauf verwenden, dass du wieder Wehwehchen kriegst, dann Schnupfen oder irgendwas. Wenn es jetzt finster ist, keine Angst, es wird wieder hell werden. Wenn es hell ist, kannst du machen, was du willst, es wird wieder finster werden. Das ist das Chronologische. Wenn du jetzt deine Brille auf der Nase hast, garantiere ich dir, du wirst die irgendwann wieder abnehmen. Und wenn du sie nicht auf der Nase hast, wirst du die wieder aufsetzen. Weil du in dieser Einseitigkeit im zeitlichen Denken bist, bis du begreifst, sobald ich an die Brille denke, ist beides gleichzeitig da. Das kannst du nur immer wieder wiederholen, solange bis das so klar ist. Und wenn das dann plötzlich da ist, glaub mir, du kannst überhaupt nicht verstehen. Das treibt dich dann, wenn du dort dich reinsteigerst, sagst, es gibt überhaupt nicht, dass ich so lange brauche. Aber ich sage, lass los, es ist durch. Okay, Aigo. Ja. Das muss ich immer wieder hören. Du wirst merken, das ist ohne Ende. Das kann man immer wieder hören und es wird immer wieder klarer. Das spielt man alleine. Da geht es jetzt nicht mehr um die Menschen, die schuld sind, dass die Welt schlecht ist, die bösen Politiker oder das. Die gibt es nicht, wenn du sie nicht denkst. Du wiederum kannst du nicht raussuchen, dass du sie denkst, dass du sie träumst. Also da gibt es noch einiges zum Abhaken, wenn das sich wiederholt. Das ist gleichgültig, Mann. Die Sachen sind sekundär. Bilder sind sekundär. Die sind nicht zum Festhalten. Existieren, das kannst du nicht retten. Wie haben wir heute schon gesagt, es ist jeder Gedanke geht durch das Denken eines Neuen, der bestehende Gedanke wird, ich sage immer wieder, der geht kaputt, wenn du an anderen Gedanken denkst. Um das klar auszudrücken, er geht genau dahin, wo er herkommt. Kaputt ist der Kopf. Du denkst es aus deinem Kopf heraus, sobald du was anderes dir ausdenkst, fällt das, was außen war, wieder in dich rein. Es geht kaputt. Und es ist kaputt gegangen, wenn du dir es ausdenkst, weil dann ist was auseinandergebrochen, weil du Unterschiede brauchst. Wenn es wieder kaputt geht, fällt es wieder in diese Einheit des roten Reihe,
des Kopf des Schöpfergottes in den Spiegel, in den Zentralspiegel rein. Sehen tust du nur die Spiegelungen, die mir rausspiegeln, die aber gar nicht da außen sind. Die Spiegel in dem Spiegeltunnel, die du siehst, sind alle in dem ersten Spiegel, den du komischerweise nicht siehst. Da bin ich auch schon mal drauf eingegangen. Den kannst du natürlich jetzt auch sichtbar machen, aber bei dem ersten Aufbau siehst du ihn. Habe ich jetzt einmal in einem Selbstgespräch mit den Kerzchen gezeigt. Das ist ja übrigens ein riesen Aha-Effekt, wenn ich das dann das erste Mal zeige und ja, was nur das kommt. Sehr schockierend, wenn man da rumspielt und ich zeige den Spiegeltunnel und dann weise ich darauf hin, dass du den ersten, eigentlichen ersten Spiegel komplett gar nicht im Fokus drauf gehabt hast. Bloß den Spiegel, den du siehst, den du in der Hand hältst und den, den du dann siehst, dir gegenüber. Und wenn da große Spiegelwand ist, die dazwischen steht, dass du die gar nicht registrierst, die vergisst du total. Genauso hast du dich selbst, diesen Rei, diesen ersten Kopf des Schöpfergottes, vergessen, in dem sich das eigentlich alles befindet. Du bist genauso wenig vor dem Spiegel. Das, was du bist, ist nicht der, der vor dem Spiegel steht und der hindern bzw. im Spiegel in Erscheinung tritt. Das sind die zwei Punkte. Ich stehe vor dem Spiegel, das ist der Spiegel, das ist das Null. Du all bist das hier. Sobald du in einen Spiegel schaust, denkst du, du stehst vor dem Spiegel und siehst dich hinter dem Spiegel. Aber das ist genauso was Ausgedachtes wie das. Du bist das in der Mitte. Das ist auch dann da, wenn du nicht an dem vorm Spiegel und hinterm Spiegel denkst, egal was es ist. Das, wenn du das zu verstehen anfängst, hast, bist du einen ganzen Schritt weiter. Du musst mir das wiederholen und wenn einer sagt, oh, der erzählt wieder dasselbe, ich sage das so oft. Der, der das sagt, der ist jetzt was Ausgedachtes, um den musst du sowieso keine Gedanken. Du solltest bloß sehr vorsichtig sein, wenn du dich beobachtest, wenn du selbst das, was du zu sein glaubst, noch einer ist, der sagt, ich habe das nicht nötig, mir nochmal anzuhören. Dann hast du wirklich ein Problem. Solange du jetzt an andere denkst, die sagen, oh, das langweilt mich, der erzählt wieder dasselbe, die musst du keine Gedanken machen, die anderen, die das so denken, weil die sind ja schon wieder weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Schwierig ist es, wenn du feststellst, dass du als der, der du zu sein glaubst, solche Einstellungen hast, dann hast du nur ein ganzes Stück vor dir, dann wirst du leiden. Weil du dir die größte Chance, die dir dein jetziges Traumleben geboten hat, einfach an dir vorbeirauschen lässt, weil du noch zu arrogant oder zu unreif bist, das zu verstehen, was ich dir eigentlich mitteile. Und das war immer wieder, du kennst jetzt auch den Udo lang genug in deinem Traum. Dass ich immer wieder sage, ich mische mich in dein normales Leben überhaupt nicht ein. Das machen Religionen und Politiker, die wollen, dass du dich veränderst. Ich sage, du wirst dich eh so verändern, wie ich das handle. So was soll ich auf dich einreden, auf einen Gedanken einreden, dass der sich so verändern will, wie ich ihn handle. Meine Gedanken waren so, wie ich sie handle. Das, was für dich jetzt die Schwierigkeit ist, im Negativen, ist genau das Positive, das ist deine Freiheit. Ich zwinge dich nicht, deine Freiheit zu nutzen, die ich dir gegeben habe. Und das, was du zurzeit sagst, ich bin ja ein freier Mensch, das ist die größte Illusion, die du dir selber einbildest. Weil wenn du mal begriffen hast, dass du dich zuerst einmal nicht als Trockennasenaffen denkst, sondern als träumenden Geist, wird dir automatisch damit bewusst, dass du überhaupt nicht frei bist als träumender Geist. Weil du nämlich das träumen musst, was du träumst, kann sich ja träumender Geist irgendwas raussuchen. Aber mit dieser Akzeptanz der absoluten Unfreiheit entsteht eine vollkommen neue Freiheit. Erstens, dass dir nichts passieren kann, weil du eben nicht irgendeine vergängliche Erscheinung bist, sondern ein träumender Geist. Und zum Zweiten, dass du begreifst, was der Sinn ist. Zu lernen, was Freiheit ist. Dass du nichts mehr falsch oder verkehrt machen kannst, sondern bloß was vollkommen Neues kennenlernst. Was aber dir deine Logik verhindert, weil deine Logik will ja bloß immer die einseitige Vorstellung von richtig haben. Das ist deine Entheiligung. Du nutzt die Freiheit nicht, das, was du bis jetzt vollkommen logisch immer richtig machst, auch einmal absichtlich verkehrt zu machen, weil du eine neue Erfahrung machen willst. Da kommt nämlich jetzt die Sicherheit. Ich kann doch nicht kündigen. Mich kotzt mein Job auch noch, aber ich kann doch nicht kündigen. Von was soll ich dann leben? Das ist das Gefängnis, wo du dich einsperrst. Mein Vögelchen Mathematikus im ersten Band steht in seinem Käfig am Fenster, die Käfigtür ist offen, die anderen Vögel kommen, sagen, komm doch mit uns mit. Der sagt, ja, wo soll ich, wenn ich heute Abend, ich kriege doch jeden noch mein Essen reingestellt in den Käfig. Ich verdiene ja mein Geld, wenn ich auf die Arbeit gehe.
Wenn ich jetzt den Job hinschmeiße, wo soll ich dann leben? Dann kommen noch diese Riesenwünsche. All das Zeug, wo du gar nicht drauf kommen würdest, dir das zu wünschen, wo man dir das nicht mit Gehirnwäscheüberwachung einprogrammiert hätte. Übrigens, ich kritisiere jetzt nicht etwas, was ich selber erschaffen habe, sondern ich beschreibe nur. Ich weise dich nur auf was hin. Wenn du selber zum Denken anfängst, wird er das klar. Und diese Sachen, man sich festhält. Das Sachen, wo sich andere, die du dir jetzt ausdenkst, in deinem Traum dafür interessieren, dass dir das gar nicht in den Sinn kommen könnte, dass das auch interessant ist. Und ich sage, wenn du denn ihr Programm hättest, wäre das für dich interessant und das, was dich jetzt interessiert, wäre total interessant. Dass immer die Diskussionen, dieses Spiel, ein Streit mit irgendeinem Menschen um Standpunkte. Man müsste nur einmal sagen, hätte ich den seinen Schwamminhalt, wäre das alles vollkommen logisch für mich, was der sagt. Und alles, was ich jetzt als logisch ansehe, wäre dann für mich unlogisch. Schon wenn du dir diese Möglichkeiten austauschst, ist der, der sich das denkt, hebt sich in einem gewissen Maß schon aus seiner Logik heraus durch diese Toleranz, die anderen logischen Systeme genauso anzusehen wie sein eigenes. Keins besser oder schlechter zu machen, sondern bloß anders und sich oft widersprechen. Genau dieser Widerspruch macht dann, wenn du dich raushebst, kann was vollkommen Neues entstehen, wenn beide Seiten los sind. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Danke auch. Ciao. Ciao.